Ich kann das schon noch da. Nee, nee, der ist schon weg. Ja. Er hat eben auch, wie du rauchen warst, gesagt, dass er offline geht. Ja. Er dann musste aber doch noch um ein... 10 aufhören, damit die Videos gestoßen genau. werden konnten. Ja, wenn man eine kleine Upload-Leitung hat, dann muss man jedes bisschen nehmen, was man kann. Ich habe ja auch mal früher, dass ich solche Sachen dann gemacht habe, wenn die nichts anderes machen. Also ja, am Samstag draußen zum Beispiel. So. Oder ich habe das dann tagsüber, wenn wir draußen warten waren oder sowas oder unterwegs. So, ich sitze im Kran. Im Kran. Soll ich meinen LKW schon mal beladen? Wenn deiner da schon steht mit dem Fünferhänger? Ja, zu wenig Fracht im Lagerhaus. Stahlträger, 2 fehlen. Nein, du musst ganz nach rechts gehen. Du sollst ja nicht produzieren. So zu verladen. Hier Stück sind drin. So, den breiter Tiefladeanhänger ist das, ne? Ja. Manuelles Laden von der Verladerampe, ne? Ja, richtig. Geht ja nicht anders. Das wäre schön, wenn das so einfach gehen würde. Ne? Es ist ja im Nachhinein, den Kran brauchen wir ja dann sogar zum Entladen, genauso. Gleise brauchen wir. Zuckel hat einen ganz anderen Hänger wie ich. Ich habe so einen breiten, flachen und Zuckel hat einen mit Ladewand. Muss er gucken, ob bei ihm das drauf klappt. Also auf dem breiten, den du hast, da scheint, dann geht's das auf jeden Fall. Hast du schon was? Ja, ich will jetzt gerade Stützen aus. Der ist so alt, dann musst du zum Abflug ziehen. Ja, Rollator halt, ne? Hat sogar Räder dran. Oh. Kann ich auch dich zuerst beladen? Nennt sich ja auch gehfrei, ne? Mhm. Als du den Wald noch drüben? Werde ich gleich sehen. Da Eigen, passt. Die letzten 4 Dinger sind unterwegs, ne? Nee, kannst du dich dann meinen Hänger ran? Was denn? Kannst du dich dann meinen Hänger ran? Ich drehe dich schon mal so, dass du da runterfahren kannst. Ich fahr noch mal richtig an. Ja, ich drehe dich so, dass du nur runterfahren musst. So, weiter raus komme ich nämlich nicht. Ja, alles gut. Nur eben hier ein bisschen Schwung holen. Du hast recht, Sascha, die Stahlträger sind ein bisschen schräg, ne? Ja, sieht nicht sauber auf der Ladefläche drauf. Bitte, nochmal. Der Arsch muss weiter zu mir. Ja, ich weiß, weiß. Oh, lass doch mal meinen Kran in Ruhe. Macht doch gar nichts. Ja, dann bin ich Schienen wieder schief gehauen. Warte mal, mal gucken, ob ich raufkomme. Fast passt. Nee, passt hat, nicht. Nee, okay. Runter. Zieh nochmal hoch, dann. Jetzt gehe ich nämlich weiter hin. Jetzt bin ich jetzt so und steil gegenlenkt. Jetzt müsste ich aber fast runter sein. Ist noch einmal Holzplanken hier drin. Bleib mal stehen.
ganz nah an deinen LKW ran. Macht verladen? Moment. Nee. So, jetzt. Ahnung, Fracht kann nicht verladen werden. Nein, geht noch nicht. Ja, ich setze jetzt noch mal richtig dran. Du musst mit dem Arsch vom Hänger weiter rum. Ja, das ist mir schon klar. Sonst, Sascha, fahr noch mal vom Hof, fahr rückwärts rein. Nö, ich hab's ja jetzt gleich. Ich bin ja jetzt gleich. Wo ist das denn? Ich schieb mir ja jetzt ganz schräg über. Wo jetzt kam ich, zuck das LKW, ist auch nicht. So, jetzt rückwärts. Ja, ne? Ja, erstmal nur rückwärts. Weiter, 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 weiter. Bisschen gegenlenken. Ja, mach ich schon. Guck mal jetzt. So, aber viel, jetzt, also jetzt stehe ich direkt in deinem LKW drin. Weiter aber geht's. Bleib mal so, bleib mal so. Komme ich näher. Also, wie gesagt, weiter näher dran komme ich jetzt auch nicht mehr, weil jetzt fange ich an, deinen LKW zur Seite zu schieben. Nee, ich schaff nicht. Ich muss meinen beladen, dann musst du dich hier hinstellen. Wo ist jetzt mein LKW hin? Mein LKW ist weg, den ich gerade beladen habe. Keine Ahnung. Wenn du beladen hast, ist das so ein gelber? Ja. Aber der steht jetzt hier draußen. Okay. Also ich kann zuckel dem LKW unterm Arsch und der merkt das noch nicht mal. Dann steige ich in deinen ein und belade den schon mal. Warte, bevor du reinfährst. Leute! Okay. Warte bitte, bevor du reinfährst. Ich lade mal eben und fahr rückwärts wieder raus. Ich hab deinen LKW verladen und bin weggefahren. Das musst du auch gesehen haben, dass die Schiene auf einmal weg war. So. Hans? Ja, ich bin. Kannst schon mal die nächste Schiene aufladen, Zuppe. Also ja, an den Kran. Dazu muss ich erstmal den Kran ausführen. Ich dachte, das hast du gesehen, dass ich dir da die, dass ich die Schiene für dich verladen habe. Die war doch dann weg von deinem Haken. Habe ich nicht gesehen. Ja, du bist doch mit dem Kran am Verladen. Da musst du doch merken, dass die Schiene auf einmal weg ist. Hat jeder mal so einen Tunnelblick. Lass rum. Man, ihr holt gerade den letzten Holzplanke oder wie? Ist noch einmal Holzplanken drin. Hm. Ja, jetzt muss ich eben den Truck von Zuckel an der Seite fahren, sonst reiß ich alles um und das wäre nämlich schade. So, einmal Motor aufstellen. End, gleich da. So, weiter raus komme ich nicht mit dem Kran. Nee, ist ja alles in Ordnung. Hab er jetzt auch ganz weit zurückgesetzt. Jetzt ist ja dein LKW weg. Jetzt kann ich ja hier auch einen großen Bogen fahren, um runterzukommen. Kannst ruhig dichter ranfahren. Warte. Und Stück noch. Gut. Da mache ich das jetzt gleich so. Ich fahre gleich nicht mit einer Schiene mit. Wir machen das gleich so, Sascha. Ich fahre gleich nicht mit einer Schiene mit, sondern ich fahre mit einem Kran mit. Dann kann Zucker sein Kran da stehen bleiben.
Der Kutsche haben wir nämlich andauernd hin und her fahren müssen, oder? Ja, das stimmt. Steht hier jetzt ein leerer Hänger. So ein leerer Hänger? Ja, das hier links neben mir steht ein leerer Hänger. Ja, das ist meiner. Ich dachte, den soll ich auch noch beladen. Ja, ich wollte erstmal auftanken. Ach ja, stimmt, ich musste meinen ja wegnehmen da. Gut, dann kann ich ja schon mal alles vorbereiten. So, wo müssen wir denn jetzt überhaupt lang? Im Endeffekt musst du jetzt aus der Dauer der Krankenstadt nach raus. Dann, wenn dann links auf die Schiene drauf fahren und dann auf die Schienen weiterfahren. Ich muss da, wo ihr die ganze Zeit lang gefahren seid, und dann auf die Schienen. Ja, ich sehe schon. Genau. Ich komme mit dem Kran ja, wie gesagt, hinterher. Also ich muss quasi da reinfahren, wo Manni sich jetzt gerade Entladen hat, ja. Das ist klar. Genau. Also da, wo Zucke mit dem Kran auch drin gestanden hat. Weil Zucke seinen LKW, den habe ich an der Seite gefahren, also der, ne? Ja, ich hätte. Kein Problem. Zum Drehen sollte er dann eventuell auf die Werkstattgelände fahren, das sollte kein Problem sein. Aber ich muss sagen, der kleine Hänger ist viel, viel sensibler, wenn es da ums Rangieren geht hier. Ja. Alter, ist so. Der soll ich das nicht? Du kriegst auch volle breite Seite. Alter, da musst du Gelände geben. Keine Sorge, ich fahre ja schon zu weit. Mit was soll ich denn gleich fahren? Mit deinem LKW, mit deinem, da ist ja eine Schiene drauf. Genau. Kannst du dir gleich aussuchen, Sascha, wenn du dann jetzt links fährst, ja. Ob du danach gleich links auf die Schiene oder rechts auf die Schiene fahren willst, um fertig zu machen. Das wird nichts, Manni. Du musst weiter nach rechts. Ich fahr jetzt rechts um drauf. Okay. Muss oder nee, gucken? Fahr links. Lass uns links fahren. Wir fahren links an. Ist okay. Einfacher. Ja, ist auch die vorderste Schiene, ist das komplett. Ja, eben. Warum jetzt? Wer weiß, wie weit rum. Ah, erstmal weiter zurück, Manni. Weiter. Und dann musst du ja wahrscheinlich auf die andere Seite fahren. Und jetzt einmal gerade vor. Ganz gerade vor. Warte mal, kann ich hier Frachtverwaltung? Kann ich aber nicht anklicken, ne? Nein. Ich muss das da drauf entladen. Weiter, bitte. Deswegen fahre ich ja mit dem Fahrrad. Eine Fahrt in der Ladezone, manuelle Beladung erforderlich. Ah, okay. Ein Stück vor. Gut. Du musst natürlich einmal, ne? So, guck mal, ob du verladen kannst. Ja, warte. Fracht entladen. Ist offen. Gut. Und denk dran, auf keinen Fall Fracht entfernen. Ja? Nein. Ich wollte es nur noch mal sagen. Ja, muss ich wieder per Hand? Ja, muss ich wieder per Hand. Ja, ich steuere den Kran auch fast immer per Hand. Ja, ich muss das jetzt per Maus machen, weil ne, normalerweise hätte ich auch anders machen können. Du kannst schon meinen Wegen, glaube ich, wieder runter wegfahren rückwärts. Ja, kann ich machen. Oh. Na, warte mal, der zeigt mir den Hänger an, das war ungünstig. So. Dann bin ich auf. Wie bitte? Warte, ich zieh dich hinten am Hänger. Moment. Ja, du hängst auf Betonklotz fest, ja. Warte. Na. So, ich zieh. Sehr schön. Die erste ist verladen, ne? Ja, die erste Schiene ist hier heile. Ja, guck mal, dann kann Zuckel eigentlich schon die nächste auf seinen Kran holen. Bin ja gleich schon wieder da. Als Kameraführer. Ja, ich habe jetzt meinen LKW. Was soll ich jetzt fahren oder nicht fahren? Fahr. Ich kann ja mit deinem Kran auch verladen. Ist ja nicht so, dass ich das... Genau. Habe.